Herzlich willkommen zum nächsten DTTV Top-Spiel der Woche, sponsert bei DTTV. Heute mit der FC Liverpool gegen AS Rom. Hallo Felix. Moinsens, Didi. Moin. Felix übernimmt die AS aus Rom. AS aus Rom. Und ich darf die Reds aus Liverpool steuern. Interessant. Über die vorigen Spiele möchte ich gar nicht reden, ob hier Rom verdient steht oder nicht. Lässt sich drüber diskutieren. Oh! Wow, die Dzeko mit der ersten Chance. Da dachte ich schon, dass er die macht. Ich bin auf jeden Fall gespannt hier. Champions League Hinspiel, was das wird. Ich würde mir wünschen, dass Liverpool hier weiterkommt. Irgendwie auch in echt Real oder Bayern, je nachdem eine gute Konkurrenz ist. Und jetzt tippen wir mal schnell, bevor wir hier treffen. Beide hatten schon eine gute Chance. Ich sage, Liverpool macht das zu Hause mit einem 2-0. Und wir spielen. So. Kurz abwarten. Ja. Ich würde sagen, wir spielen 3-1 für dich. Okay. Also in beiden Fällen kommt Liverpool aber trotzdem weiter. Ich bin sehr gespannt. Irgendwie Liverpool kann ich einschätzen. Das ist so diese typische Offensivmannschaft. Ich hoffe, dass die dann nicht irgendwie drei Gegentore kriegen oder so. Deswegen sage ich in echt. Im Hinspiel, auch dadurch, dass sie heim sind, 2-1. Rückspiel bin ich gespannt. Ich meine, Rom hat immerhin Barcelona geschlagen, die halt auch offensiv ganz gut am Start sind. Behaupte ich einfach mal ganz bescheiden. Und hier hoffe ich auf ein 3-2, auch nochmal ein bisschen torreicher. Okay, nice. Cause we got Salah. Oh, money, money. Oh, war der im Abseits? Bobby Firmino. Oh Mann. But we sold Coutinho. Mohamed Salah. Robertson. Adam Lallana jetzt. Oh, oh nein, kläglich. Gut durch die Abwehr durchgekommen und dann guter Torwart. Boah. 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 Olle. Anderson. Liverpool. 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 Den Ball gibt er erstmal nicht her. Na gut, Van Dijk da hinten, ja. Ja, Olle. Diese da. Das stinkt. Ach, guck mal, wie die Bälle annehmen. Gar nicht. Super dazwischen gegangen. Meine auch nicht. Die Drecksitaliener. Ah, ich komme an dem Torwart nicht vorbei. Rennen, Baby. Komm, Sharawi. Oh, schön geköpft. Also backt das hier wieder im Tor. Aber ich muss sagen, die Trikotauswahl war jetzt doch nicht so optimal, ne? Mit dem Schatten verwirrt das, ne? Ich glaube, ohne den Schatten wäre es okay. Komm schon! Oh nö! Für Minu. Oh, zum Glück in den Rücken gepasst. Ah, das Problem hatten wir bei unserem FIFA-Turnier auch immer. Da gab es auch so rote Trikots gegen schwarze Trikots mit roten Zahlen, ey. Und dann auch mit dem Schatten, ne? Ich habe mich auch nur verguckt. Hat nur noch ein roter Schiri wieder gefehlt. Ach. Aber es ist ziemlich cool, weil wir haben gesagt, wir nehmen 4,5-Sterne-Teams und machen damit das FIFA-Turnier. Weil ich meine, so bei 5-Sterne-Teams hast du so einen ziemlich großen Unterschied noch mit drin, ne? Da hast du dann halt Real, Barca, sag ich mal so. Dann hast du auch noch andere Teams halt mit 5 Sternen. Deswegen haben wir gesagt 4,5 Sterne. Da war zwar Liverpool, glaube ich, auch mit dabei. Aber es war eigentlich mega balanced auf jeden Fall. Wir hatten dann mit AS Monaco gespielt. Das war vielleicht nicht das Beste, was man hätte bekommen können. Aber sind Zweiter mit geworden. Ja, nice. Ich weiß gar nicht, welche Mannschaft denn gewonnen hat. Ich glaube Tottenham. Ne, Tottenham wurde ja dann noch gestrikt. Irgendwie hatten die das erste Spiel mit Tottenham gemacht und dann haben wir gemerkt, dass die 5 Sterne haben. Oh Gott, ich weiß gar nicht, war das. Wo spielen die Mobile? Ist das Lazio Rom? Oder Inter Mailand? Oh Gott, das ist jetzt bestimmt peinlich für die, die das wissen. Boah, geiler Move. Och, come on, das war nämlich abseits. Ach, Dreck. So, langsam muss man Tor fallen. Ich würde das jetzt hier noch nicht als Mittelfeldgeplänkel beschreiben. Aber torlos auf jeden Fall.
Guck mal. Salah muss mal in Schwung kommen. Die stehen mir zu weit außen hier. In echt können sie ja dann in die Mitte ziehen. Bei mir warten die nur hier außen rum. Weiter. Pfui, buh. Komm, beweg dich. So, was ich bei dem Turnier gemerkt habe, wir haben auf Xbox One und PS4 abwechselnd gespielt. Über die Funk-Controller hatte ich das Gefühl, das war mega die Verzögerung einfach. Alter! Ja, Alession, Alter. Was, Alessio? Hauptsache ihm geht's gut, ey. Hauptsache Alessio geht's gut. Grüße gehen raus an Pietro. Komm, der Rossi, Alter, du bist ein Tier! Lahme Schnecke. Ey, viel zu weit. Oh, nein. Nein, Golan, mit dem kannst du auch aus 40 Metern schießen. Good to know. Nein! Oh, was spielt denn? Passt denn so weit? Muss ich gegen. Oh, scheiße. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Ist es das? Nee. Hätte sogar noch Dollar gekonnt. Oder ich hätte ihn einfach ausspielen sollen. Nicht so weit vor! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht er? Edin. Das wird jetzt bitter. Hau den weg. Ey, aber die Dzeko kommt natürlich auch nicht aus dem Arsch, so. Oh! Oh! Uiuiui, erste Halbzeit. Ah, nicht so torreich, wie wir es uns erhofft hatten, wa? Alter, die Schüsse. Von 10 Schüssen 9 aufs Tor gebracht und die hat er alle gehalten. Das ist schon eine Bank bisher. Ja, aber würde passen so, weißt du, Rom erstmal so übelst. Typisch italienische Verteidigung, sagst du? Ja, genau. Und gleich mache ich mir einen Elfer zurecht. Ja. So wie sie überhaupt erst weitergekommen sind. Aber da wollte ich nicht drüber diskutieren. Ich finde immer noch, okay, den Elfer kann man geben, weil die Regel heißt, die Berührung war da. Aber wenn 2 Meter Mann wie Dzeko 2 Meter vor der Linie steht, ja, so ein Schrank, und anstatt den Ball reinzuschieben, weil er die Chance hatte, sich fallen lässt, er hat es nicht verdient, diesen Elfer da zu kriegen. Mann, jetzt wird mir auch noch der Querpass da verhindert. Oh. Es bleibt spannend. Meine Fans hier die ganze Zeit immer noch Liverpool, Liverpool. Als ob du da durchkommst. Und immer noch am Ball. Komm schon. Da war ein Tier. Jetzt geht Salah durch die Mitte. Der geht daneben. Ja! Ja, ja, ja! Was? Gut getriggert, Alter! Weißt du, wie gut der Salah endlich mal durchgesprintet ist? Der ist nicht außen geblieben, der ist angezogen in die Schnittstelle, so wie man sich das wünscht. Und dann kriege ich den Pass auch noch hin, aber den Schuss wieder nicht. Was für eine Chancenverwertung. Dann macht man nee, das jetzt. Ich hab den gar nicht gesehen. Ich hab den unten, ich hab voll unten den angepeilt gehabt. Gute Annahme. Boah! De Rossi. Nein! Aber die spielen ja auch Dreckspässe hier! Du spielst hier keinen, Lili. Salah! Mane! Scheiße! Klappt nicht. Wollte ich nicht den Querpass nehmen? Ganz ehrenlos soll es ja auch nicht sein, aber du hältst die ja trotzdem. Auch der Versuch hier in die Schnittstelle. Nee, nee, er war zu riskant. Ja, der war auf jeden Fall noch sicherer. Boah, da war der Zidane Kopfstoß, ey. Danke. Gut gespielt, Jungs, gespielt. War das ein Fehler? Das könnte die Chance
Ja, es war ein Fehler. Boah, gut verteidigt, ey. Nur den Ball getroffen. Wobei, Alter, komm. Es ist aber irgendwie auch voll dreckig. Also, du drückst und dann machen sie nochmal so einen extra Schritt. Ja, aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das in echt so läuft, dass quasi die Italiener wirklich, so wie du gesagt hast, so abwarten, so ne, italienisch verteidigen und so. Und dass aber auch Liverpool, dadurch, dass sie wissen, okay, sie sind hinten vielleicht nicht die Besten, aber sind halt gut nach vorne, dass sie sich vielleicht erstmal auf die Defensive bedenken. Andersrum, wenn sie das Spiel gestalten, ist das natürlich besser für die. Wohin? Wohin? Ins Tor! Das war scheiße. Auf Verunfall und fällt selbst, ey. Salah geht gut ab in der zweiten Hälfte hier. Na, das war auch wieder fair. Scheiße. Oh! Das war ein guter. Ui! Das war ja sowas von fair! Ah, ist ja beigefallen. Komm jetzt! Kein Lucky Punch hier. Oh, das ja war doch unfair, ey! Junge, du hast dich ja richtig umgepumpt. Was denn den Fuß? Oh, Alter, was ist das denn für eine Epilepsie gerade im Hintergrund an der Bande gewesen, ey? Mittelfeld mal hier ein bisschen frisch machen. Die bei außen können noch. Salah macht noch den goldenen Sprint. Ja, der ist gut. Oh, was soll das? So weit. Bei FIFA-Turnier habe ich so auch ein Gegentor gekriegt, weil ich einen Torwart wieder angeschossen, also mit dem Torwart einen Verteidiger angeschossen habe. Nein, leite den nur noch außen weiter. Oh, da rennt er gut. Oh, da wäre ich fast geflogen. Nein, da kommt der Querpass nicht durch. Jetzt gehen's ab hier. Mann, nee, auf Familie. Ey! Die Position, wo gibt dann den? Das könnte übel. Henderson noch nicht, oder? Kann der? Kann er nicht. Milner, das wäre eine Option. Nehmen wir mal so. Bisschen doller und bisschen weiter nach links hätte er noch gekönnt. Mach den da! Großer! Oh. Oh, macht Spiel den Pass doch! Mane! Mane! Boah! Alter, wie viel der Ecke ist das hier schon? Verdeck! Auch wenn der so frei ist. Wolfi so, ui! Oh, jo. Was? Es gibt's nicht, ne? Ich bin so dreckig hinten gerade. Das Ding ist, also, die gehen gut ab, aber. Die gehen gut ab, aber ich hab halt in der Mitte keinen, der mal köpfen kann. Also Firmino wahrscheinlich, aber er kriegt den gerade nicht so. Alter, was ist das hier für ein Druck? Wer kann ich auch nicht machen? Oh, Leute! Oh, Leute! Nein! Er spielt den Pass nicht, Daniel! Den spielt er wieder zurück. Jetzt wird's gefährlich. Da kommt Firmino. Mann! Alter, Torwart gut wieder rausgezogen. Alessio, Alter. Alessio, Alter. Das ist der nächste. Oh! Er kann einfach stehen bleiben. Weg damit. Oh, den hast du jetzt, ja. Oh, nicht! Das kann er sein! Komm, pfeif den ab! Oh, abgefälscht! Alter, Ray ist Gramer wieder am Start, oder? Mann, ey, ich tippe hier 3-2 und was wird es? 0-0. Verdeck! 0! Boah, der hält den! Alter, ich habe lange nicht mehr so ein eindeutiges Spiel gesehen.
Ja, also 0-0 für ein Hinspiel, das lässt auf jeden Fall die komplette Spannung fürs Rückspiel offen. Mhm. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, hoffe auf ein spannendes, echtes Spiel und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!